Kann ich die Wahrheit leben? Kann ich die Wahrheit leben? Die Wahrheit. Wahrheit. Leben kann ich. Ich. Ein Gefühl von mir. Ich ist ein Gefühl von mir. Leben ist sein. Kann ein Gefühl von mir sein? Ja, für einen Moment. Kann ist immer auf die Zukunft gerichtet. Kann. Wird nie sein. Wahrheit. Wahr und Heit. Wahr ohne H ist schon vorbei. Und wahr mit H ist das einzig und allein wahr ist das, was weder kommt noch geht, was nicht flüchtig ist in seiner Natur, was sich weder ausdehnt noch zusammenzieht. Und Heit ist die Verbegrifflichung, den Versuch, etwas in ein Subjekt zuzuordnen, in der Denkweise von Subjekt um Objekt. Also kann ich nun die Wahrheit leben oder lebt die Wahrheit mich? Gibt es überhaupt so etwas wie die Wahrheit? Kann irgendwer leben? Kann irgendjemand für lebendig bezeichnet werden? Ja. Wie lange wird er da sein? Das interessiert niemanden. Man könnte berühmte Persönlichkeiten aufzählen, von denen irgendwelche Namen und Werke noch bekannt sind. Doch sie selbst, wie sie sich angefühlt haben, rein auf der physischen und der energetischen Ebene, kann wohl keiner mehr nachvollziehen. Da sie dahingeschieden sind, die Körper haben sich transformiert, die Energie hat sich in etwas anderes verwandelt, so wie das Wasser manchmal zu Eis wird oder zu Wolken oder zu Dampf und doch stets immer Wasser bleibt. Bla, Kartoffelsalat. Mochte der eine oder andere berühmte Gast in unserer Reihe schon, doch leider hatte ich ihn nie gegeben. Denn hier ist die Vorstellungskraft, die sich ihn vorstellen würde. Doch diese Vorstellungskraft hat keine Kraft und keine Auswirkung. Doch zurück zur alten Frage, die wie immer nicht beantwortet werden kann. Kann ich die Wahrheit leben? Gibt es jemanden, der getrennt von der Wahrheit ist, um sie dann zu leben? Nein. Und wenn es ihn geben würde, dann wäre ja die Wahrheit die Trennung, dass der wer wäre, der die Wahrheit leben könnte. So. Wer an Trennung glaubt, der glaubt ja auch an allen möglichen anderen Irrsinn, Schwachsinn und so weiter. Der hat wahrscheinlich auch Angst vor einer gefährlichen Umwelt oder vor anderen, die ihm das nehmen könnten, was er für seins bezeichnen würde. Wenn er es denn täte. Doch er tut es nicht, denn er wird getan von dem absoluten Täter, der er ist. Doch bei all dem Tun geschieht nichts, denn es ist
traumgleich. Es gleicht alles einem Traum. Doch leider wird nie jemand aufwachen. Außer die Erkenntnis erscheint für einen Moment, dass es ein Traum ist. Und in diesem Traum gibt es unendlich viele Traumebenen. Träume im Traum. Immer mehr. Immer tiefer hineingeträumt. In den Traum noch tiefer rein. Und wenn einer aufwachte, dann wachte er nur im Traum auf. Es war ein traumhaftes Erwachen, denn er befand sich immer noch in der Traumhaft. Denn er war ja ein geträumter Charakter, der erwacht war. Im Traum natürlich. Also ist jedes Erwachen hinfällig. Und die Wahrheit ist... Die Wahrheit ist weiter nichts. Sie braucht wieder gelebt zu werden, noch braucht mit ihr irgendetwas angestellt zu werden, noch braucht sie einen, der sie leben kann oder müsste. So habe ich mir nun selber genug erklärt, dass ich mich einem anderen Thema zuwenden könnte. Wenn ich das denn täten, taten, tüten, töten würde, so täte ich es dann. So, gut, gut, gut. Wieder nichts gesagt über etwas, was es gar nicht gibt. Auf wieder geschönt, schaut, geschaut, geschönt. Schön geschaut oder dumm? Schön dumm wieder geschaut. Halleluja.